müssen auch erstmal die Bären hier loswerden. Oder jedenfalls versuchen sie loszuwerden. So, alles was wir hier haben, mal rausschmeißen. So, dann hetze ich dich jetzt mal alleine auf die Wolfsgrube. Die hier hinten, während ich mir hier in der Stadt meinen ersten Trupp hole. Really? Us? Let's go. Der hier schon mal anfängt einzusacken. Also ja, das ist jetzt sehr ärgerlich. Probably. Ich hab's aber total vergessen, dass das passiert, wenn man seine Untoten mit irgendwelchen anderen Truppen kreuzt. Who? Yes. Let's go. Probably. Probably. My troops are under attack. My troops are under attack. The Shaman, so ja, den Schaman haben wir verloren. We. Die Cutscene können wir überspringen. What? Let's go. Yes. Yes, probably. Probably. So, ich wollte noch... Ich wollte Diplomatie. Irgendwie stimmen die Punkte da nicht ganz. Und die beiden Sachen. So. Really? Us? Dann sacken wir ein, was noch hier rumliegt und verkaufen. Let's go. Oh, ihr habt ja noch Platz. Really? Us? Probably. Also ja, erst machen wir die Wolfsgrube platt. Yes. So. Yes. Let's go.
Weil ich glaube, die Wolfsgrube hier ist das Einzige, was es hier noch gibt. Ja. Der Knoten da hinten, den können wir dann nachher mit unseren Untoten machen. Wie gesagt, ich muss jetzt wirklich besser aufpassen. Und ja, das mit den kaputten Saves ist auch recht ärgerlich. Also ja, Wolfsgrube, dann zu denen hier rüber, unsere Leibeigenen nach da oben bringen. Dann werde ich gar nicht mal Orks opfern, sondern werde gleich zu den Krypten gehen und dort alles an Untoten rekrutieren, was ich kann, ohne den Krypten zu schaden. Probably. Let's go. Yes. Probably. Cut them down. Matavir hat Auftrag für mich. Was will Matavir? Ein Orklager vernichten. Hm. Das ist auch nicht der Rede wert, ein Orklager zu vernichten. Wir haben einen Ork verloren. Probably. Yes. Probably yes. So. Really? Us? Let's go. Also ja, hätten wir die Briganten noch, wäre es viel einfacher. Dann könnten wir nämlich zwischen den... Könnten wir bei den Untoten Zeug lagern, es den Briganten geben, die gehen in die Stadt und verkaufen es oder geben es ab. Aber wir haben keine Briganten mehr, wir müssen mit dem haushalten, was wir haben. So, Energiering ist abgegeben. Stadtfenster. So, alles verkaufen, was wir haben. Dass diese Stadt hier wachsen kann. Yes. Wir halten uns jetzt auch nicht lang mit dem Wolfslager auf. Let's go! Ja, wir marschieren direkt zu diesem Let's go. Turm hier, dann zu den Krypten weiter. Ja, das Wolfslager hier oben, wo man nicht hinkommt. Hm. Ja, Adak-Clan braucht meine Hilfe zum Wachsen. Das nehmen wir gern an. Ich finde es halt komisch, dass sie ihre Leibeigene nicht bewegen. Oder machen sie das wirklich nur, wenn wir Stadtstufe 2 mal erreicht haben?
Wie gesagt, wir holen uns jetzt eine untote Armee wieder. Yes, yes. Dann löschen wir auch gleich das Ork-Lager und das Brigantenlager mit denen aus. Und gehen dann hier oben rum mit denen und hier zurück, während die Orks die Sachen plündern. Let's go! Und auf jeden Fall bei dem Schreckensmagier nachher, den werden wir erst anwählen, wenn wir die Zombies aus den Krypten haben und alles bei ihm haben, dass wir ihn platt machen können direkt. Ohne dass er uns erstmal bombardieren kann, wie es ihm beliebt, weil Schreckensmagier sind verdammt stark. Wie man merkt, ein Schuss hat Zombies ausgelöscht einfach nur. What? Machen wir hier mal ein Quicksave. In der Hoffnung, dass das Quicksave vernünftig gemacht wurde diesmal. Adaklan hat ein Angebot für mich. Okay. What? Probably. Yes. So, und dann holen wir uns jetzt mal hier alles, was wir kriegen können, an Untoten. Ohne die beiden kaputt zu machen. Nein. Aus. Das heißt, die Zombies noch. Müssen nur warten, bis es nachgeladen hat. Deswegen finde ich es auch so wichtig, die Schnellzauber zu verbessern. Oh, noch mehr Ork-Skelette. Ja, die nehme ich gerne. Wobei, die kehren jetzt schon wieder in ihre Behausungen zurück. Das war hoffentlich der Angreifertrupp, ja. Also der verlassene Friedhof scheint noch zu leben, die Sumpfbehausung eigentlich auch. Jetzt ist die Sumpfbehausung im Eimer. Okay, da wäre eh nichts mehr rausgekommen.